Good News. Sagte ich Good News? Der Seatag. Sea Tarragona. Nee, Tarragona, so heißt die Stadt tatsächlich, wo er herkommt, wo der Name herkommt. Vielleicht sollten wir nochmal neu anfangen. Good News! Der Seat Tarraco hat ein Facelift bekommen. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Genauso wie es ein bisschen her ist, dass wir das Auto zum ersten Mal auf AutoHub gemacht haben. Nämlich ziemlich genau vor 2 Jahren, als wir das Auto euch damals vorgestellt haben. Es ist, glaube ich, nicht besonders höflich, den Leuten den Rücken zuzukehren und dann auch noch den Popo. Aber ich suche gerade. Ah, okay. Das hätte man natürlich, das kann man ja fast nicht besser lösen. Man muss es nur wissen. Aha. Als ich vor 2 Jahren euch den Seat Tarraco vorgestellt habe, da habe ich auch die Haube aufgemacht und habe gesagt, da fehlt doch ein Haubenlift. Jetzt musste ich einfach mal nachschauen. Aber tatsächlich, der Haubenlift fehlt immer noch, obwohl genau der gleiche Nüdel. Flo, wer hat hier den Haubenlift eingespart, weil das kann doch eigentlich nur für einen Haubenlift gewesen sein. Aber wo wäre der auf der anderen Seite festgemacht? Der gleiche Nüdel, immer noch kein Haubenlift. Aber gut, letztens an einem Auto hatte ich einen Haubenlift gesehen, da wusste ich gar nicht, wofür man da die Haube aufmachen soll, und da war ein Haubenlift drin. Seat Tarraco. Der Seat Tarraco ist das große SUV der spanischen Tochter Volkswagen. Richtig? Richtig, wissen wir alle. Der Tarraco ist vor 2,5, naja, das kommt noch, das ist immer blöd für uns persönlich, einen Zeitbezug zu nennen. Weil, was ich immer wieder vergesse, ist, wir machen ja kein lineares TV. Ne? Das Video geht einmal online, meistens dann, wenn Flo eine Nachtschicht hingelegt hat und das Ding noch irgendwie zusammenschneiden konnte. Und ab da bleibt es online. Und wenn ich da dann sage, vor 2,5 Jahren, dann ist das in einem Jahr ja schon wieder nicht mehr aktuell. Ne? Bis jetzt sind aber zum Beispiel, das habe ich mir extra aufgeschrieben gehabt, mehr als 20.000 Tarracos verkauft. Der Tarraco ist der große Bruder des Arteca. Der Arteca ist der kleinere SUV. Beide basieren auf der sogenannten MQB. Da muss ich auch ein bisschen an meine Aussprache arbeiten. Ich sagte das bereits mal, da haben die Leute nach MQP gesucht, aber es ist natürlich kein MQP, sondern ein MQB-Baukasten. Er bietet bis zu 7 Personen Platz, und als wir ihn damals vorgestellt haben, sind wir ihn mit dem 190 PS Dieselmotor gefahren, meine ich, würde ich behaupten. Ja, war bestimmt so. Mittlerweile gibt es ein bisschen mehr Motorenauswahl, und es gibt auch die Möglichkeit, den 150 PS Diesel, den man auch nur mit Frontantrieb bekommen kann, aber mit dem DSG-Kupplungsgetriebe zu verbinden. Und was es eben auch gibt und damals noch nicht gab, ist die Ausstattungslinie FR. FR steht für Formula Racing, meine ich, glaube ich, oder für Fabrikrot oder Feuerrot oder verdammt rasend. Ah, nee. Keine Ahnung. FR soll aber das Sportmodell sein. Und ich habe damals so ein bisschen rumgedruckt, als wir den Tarraco gemacht haben. Wir haben den gefilmt im schönen Mildenberg. Wenn ihr euch das Video anschaut zum ursprünglichen Seat Tarraco im schönen Miltenberg, oft am Main. Und ich habe mir dann immer so ein paar Sachen rausgesucht, die mir gut gefallen, und ein paar Sachen rausgesucht, die mir nicht gefallen. Und eine Sache, für die ich ihn kritisiert habe, war zum Beispiel, dass er da hinten zwar so ein angedeutetes Leuchtenband hat, das aber gar nicht leuchtet. Aber jetzt leuchtet es eigentlich. Warte mal, müssen wir, glaube ich, mal die Zündung anmachen. Jetzt leuchtet das nämlich. Jetzt ist es. Moment. Jetzt leuchtet es, oder? Ha?
Ne, jetzt leuchtet es auch. Jetzt ist das zugelassen. Jetzt ist es eingetragen. Jetzt sieht es auch schon wieder ganz anders aus von hinten. Und ich habe damals bei dem Excellence Seat Tarraco. Ich habe da so ein bisschen hin und her gedruckst, weil meine Eindrücke zum Skoda Kodiaq, dem Konzernbruder aus der Cheshire, der war ja relativ frisch noch. Und ich habe immer gesagt, irgendwie sieht der Kodiaq besser aus. Der Ateca sieht besser aus als der Karoq, aber der Kodiaq sieht besser aus als der Tarraco. So wird ein Schuh draus. Als ich jetzt den Testwagen gesehen habe, den Seat Tarraco FR in der neuen Farbe Merlot-Rot. Das heißt gar nicht Formula-Rot oder Verdammt-Rot, sondern Merlot-Rot inklusive den Zierelementen in Flo. Wie heißt das denn? In Schwarz? Nee, das ist Anthrazit. Und auch der Kühlergrill Anthrazit eingefasst. Und Kühlergrill Anthrazit eingefasst, kannst du den Leuten gerade mal zeigen. Und ansonsten auch das ganze Chrom weg. Ne? Und damit schwarze B-Säule, schwarze Dings oben, schwarze, Herrgott, sagt Zement, schwarze Dachreling, danke. Dazu das Auto gestellt auf die 20 Zoll, auf die optionale erhältlichen 20 Zoll Felgen. Übrigens, da sind die 20 Zoll Felgen. Wir haben vor ein paar Tagen, wie gesagt, ihr müsst dran denken, dieses Zeitthema ist relativ. Wenn ihr das Video schaut zu dem Volvo XC40, da habe ich 20 Zoll Felgen gesagt. Der hatte 19 Zoll Felgen, weil ich habe an das Auto gedacht und der hatte 20 Zoll Felgen. Ja, Hasenhirn. Auf jeden Fall stand das Auto so vor der Garage, vor der Tür. Und ich habe mir gedacht, krass, der sieht einfach gut aus. Die Kombination aus den großen Rädern, das Anthrazitfarbene für das FR, das bisschen tiefere für die FR-Line, dieses kräftige Merlot-Rot, die attraktive Tagfahrlichtsignatur hier drin, ich mache sie nochmal an. Leuchtet's? Das sieht richtig gut aus. Und ich habe mir so überlegt, wieso habe ich denn damals so herumdrucksen müssen, ob mir der Tarraco gefällt oder nicht. Nun gut, good news auf jeden Fall. Es gibt ihn jetzt mit dem neuen Dieselmotor der neuen Generation EA288, 200 PS, immer noch 210 km/h schnell. Die Variante, wie gesagt, FR4 bedeutet Allradantrieb, Doppelkupplungsgetriebe, 7-Gang-Auto, 7-Gang. Euro 6D ist klar. Das muss ich noch ablesen. Lichtband am Heck. Es gibt jetzt eine beheizbare Frontscheibe, ne, also so eine Infrarot-beheizbare Frontscheibe. 2 Jahre nach dem ersten. Was er immer noch hat, ist, wenn man in den Kofferraum reinschaut, unendliche Weiten, das ändert sich nicht. Ihr kriegt den Tarraco ja auch als 7-Sitzer. Da bleibe ich aber auch beim gleichen Statement wie damals. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt machen. Ne? Klar, wenn ihr natürlich den Bedarf habt, weil ihr alle 2 Wochen eine halbe Fußballmannschaft von euren Kindern transportieren müsst, dann ist diese 7-Sitzer-Variante tatsächlich eine Lösung. Ansonsten würde ich diesen Luxus von so einem riesen Kofferraum für den Alltag mir eher gönnen. Sagen, wir haben, ach, das machen wir mal. Flo, geh mal hinten auf, mach mal hinter die hintere Tür auf von der Fahrerseite. Ich mache sie hier mal auf. Ach, da liegt ja Y-Food im Auto. Warum liegt denn da Y-Food im Auto? Hast du eine Maske auf? Hast gar keine Maske auf. Dann geht, so geht das nicht, Flo. Den Platz, den ihr in dem Auto habt, das ist sensationell. Der Tarraco ist ein,
ein, wie sein Bruder, da müssen wir natürlich ehrlich sein und fair bleiben, wie sein Brüderchen Kodiak, ein fulminantes Full-Size-Reiseauto für die ganze Familie. Es ist kein Full-Size-SUV, bevor ihr mich jetzt wieder verbessern wollt. Full-Size-SUV kommt gleich als nächstes Kommentar unten drunter. Das ist aber nur hier Amerika und Ford Explorer und so weiter. Habe ich nicht gesagt, es ist ein Full-Size-Reisemobil. Was er jetzt eben auch hat mit der Modellpflege Ende des letzten Jahres ist USB-C vorne und hinten. Was hat er noch? Ich blende noch mal irgendwas ein, Flo, damit die Leute nicht sehen, dass ich nachlesen muss. Ja? Ach so. Oh, noch eine Sache, ganz, ganz wichtig, neu. Weißt du noch, was HMI heißt? Das HMI ist das Human Machine Interface. Das Entertainment System, das Multimedia System. Da reinsetzen. Nee, das meine ich nicht. Hola, hola. Das meine ich nicht. Ich habe den Terraco vor 2 Jahren ausdrücklich dafür gelobt, dass er zwar so einen großen Monitor hat, aber diese 2 Knöpfchen behalten hat. Jetzt ist aber natürlich Plattformtechnik im VW-Konzern nicht nur für das Auto, für die Autotechnik an sich, sondern auch was das Entertainment- und Infotainment-System betrifft, ein Thema. Und dementsprechend haben die jetzt hier nachgezogen. Und im Normalfall, ich habe mir das aufgeschrieben, Experten schauen einfach kurz beiseite und merken dann sofort, das hat er alles auswendig. Die Basisvariante hat 8¼ Zoll. 8,25 ist 8¼. Und die große Variante hat 9,2 Zoll Diagonale, hochauflösend, so wie wir es eben auch in der aktuellen Golf-Generation, im aktuellen Terraco, im aktuellen Skoda Octavia, wollte ich sagen, haben, etc. Weggefallen dafür sind eben die manuellen Drehknöpfchen, die ich, und das möchte ich eben an dem Punkt einfach nochmal sagen, damals ganz bewusst gelobt habe. Jetzt kommen wir zu den Good News, wem das noch nicht genug Good News war. Ich weiß übrigens, wer sich einen Seat Tarraco damals gekauft hat, weil er gesagt hat, ich habe gesagt, das Auto wäre nicht schlecht. Meine Grüße gehen raus, Grüße und Küsse gehen raus an besser Essen oder ehrliches Essen. Ehrliches Essen heißt er. Oh Mann, Habi, könnt ihr ja mal vorbereiten. Ehrliches Essen, YouTube-Kanal. Grüße gehen raus, hat sich einen gekauft, ist zufrieden, soweit ich das weiß. Machen wir die Preise. Da bitte nehmt es mir nicht übel, ich bin echt alt. Der Basispreis für das Fahrzeug ist 46.800 Euro. Und dann packt ihr alles rein in den FR, den ihr haben wollt. Und dann kommt ihr am Ende auf so einen Testwagenpreis von so einem vollen Hüttemodell, was wir haben, von 53.330 Euro Listenpreis. Das ist aber nur das eine. So, jetzt kommt was Neues, was ganz Neues. Jetzt kommen die wirklichen Good News. Ich habe mir gesagt, von irgendwas müssen wir leben auf diesem Kanal, jetzt verkaufen wir Autos. Ja, nicht ganz. Aber wir machen das. Wir machen das immer dann, wir werden in der Zukunft immer dann einen Alternativpreis zu diesen Autos nennen. Wenn ich euch einen Alternativpreis zu diesen Autos nennen kann und wenn ich der Meinung bin, ich stelle mir damit selbst kein Bein, wenn die Leute sich so ein Auto kaufen. Ne? Was ich am Ende nicht will ist, Habi, wir wissen, wo dein Haus wohnt, wir kommen vorbei. Ne? Will ich ja nicht. Ich will ja, dass die Leute sich die Autos kaufen, wenn sie zufrieden sind. Aber ich weiß auch, dass wir, was wir hier machen, vieles von dem, was Autoverkäufer früher gemacht haben, ersetzt. Und es euch das gute Gefühl gibt, das richtige Auto zu kaufen. Und warum solltet ihr das Auto dann nicht einfach über den Kanal markt.autohub.de bestellen? Und da bekommt ihr genau dieses Fahrzeug mit genau diesem ursprünglichen Listenpreis, wenn ich meine Spickzettel finde, nicht für 53.000 Euro, nein! Nicht für 48.000 Euro, nein! Dieses Auto, also wir müssen an der Stelle müssen wir übrigens Werbung ganz groß oben drüber schreiben, Flo. Einmal bitte so einen riesigen Werbebanner. Weil wir ja jetzt tatsächlich euch die Möglichkeit geben, über unseren Kanal sich einen entsprechenden Seat Tarraco zu kaufen. Wenn ihr einen Seat Tarraco, ich sehe gerade, ich habe einen Seat Tarraco, der hier hat 53, ich habe sogar einen konfiguriert, der auf 57.081 kam.
Aber das ist Listenpreis, okay? Wenn ihr den haben wollt und ihn über unseren Kanal bestellt, dann, ich muss jetzt nochmal gucken, ich glaube, ich habe mich da verschrieben. Nee, habe ich nicht. Ich muss mich da verschrieben haben. Aber ich habe mich nicht verschrieben. Was schätzt du, was der Wagen dann kostet? 20% statt 50.000. 20%. 20%. 43? 20% Rabatt? Bist du verrückt? Wo sollst du 20% Rabatt geben beim Autokauf? 20% Rabatt. Nee, 26% Rabatt. Und dann bist du bei 42.561,21 € volle Hütte für dieses Auto. Und wenn dich das dann interessiert, weil du dieses Video nur eingeschaltet hast, weil du über die Tante Google auf dieses Video gekommen bist, hast gesagt, nö, Seat Arako FR, 200 PS, 20.021, Modell 21. Dann gehst du jetzt auch einfach auf den Link, den wir hier unten eingepflegt haben, markt.auto.de, und dort kannst du dir dieses Auto von uns vermitteln lassen zu einem unfassbaren Angebotspreis. Deswegen auch Werbung über dem Video. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wenn das funktioniert, dann machen wir in der Zukunft zu jedem Auto, dass wir ein Review machen. Nicht nur den Listenpreis, sondern den realen Marktpreis dazu. Und es muss keiner weinen. Diese Autos kommen von deutschen Vertragshändlern. Und ich hab nirgendwo die Familie entführt, um diese Preise zu bekommen. Ich habe keine Daumen abschneiden lassen müssen oder so. Diese Preise kommen von den deutschen Vertragshändlern von sich aus. Haben wir einfach nur ausgehandelt. Jetzt reicht's, ne? Ich habe da hinten noch einen Autohändler in der Box sitzen, den muss ich dann mal noch bearbeiten.